Kennt ihr die Lichtbrücke oder auch Lightbridge genannt? Hier ist der Callcenter Kascha mit dem heutigen Hörspiel über die Firma Lightbridge. Ob die wirklich so seriös sind, wie sie vorgeben, werdet ihr nun hören. Entscheidet einfach selber. Wie immer geht's nach dem Intro los. Hallo? Hallo Maximilian, guten Tag. Wen wollen Sie bitte sprechen? Handelsplattform, Thomas Nowak ist mein Name. Wen Sie sprechen wollen? Ich wollte mit Maximilian Siegelbrecher sprechen. Herr Siegelbrecher, ja, der bin ich. Und wann darf ich mit Maximilian sprechen? Verstehen Sie kein Deutsch? Ich sagte, Maximilian Siegelbrecher bin ich. Ich habe schon gesagt, ich wollte mit Maximilian Siegelbrecher sprechen. Verstehen Sie das denn nicht? Ich habe mehrfach gesagt, das bin ich. Okay, und ich wollte mit Ihnen sprechen. Ja, ist doch schön. Gut, dann sprechen Sie doch. Gut, ja, genau, spreche ich. Thomas Nowak ist mein Name. Ich bin Kundenservice von den Handelsplattformen. Ja? Ich sehe, von welcher? Sie haben bei unserem Handelsplattform. Sie haben bei unserem Projekt Bitcoin Profit. Nochmal die Frage, von welcher Handelsplattform? Handelsplattform heißt Lightbridge, aber unser Projekt heißt Bitcoin Profit. Okay, Bitcoin also Profit. Die Handelsplattform kenne ich nicht. Wie schreibt sich die? Soll ich da mal gucken? Wir können mit Ihnen zusammen unsere Handelsplattform betreten und ich zeige Ihnen, wie es abläuft. Ja, dann nennen Sie mal Ihre Handelsplattform. Haben Sie jetzt Zeit? Ja, nennen Sie doch einfach mal Ihre Handelsplattform. Lightbridge. Gut, schreibt sich wie? Lightbridge, lichte Brücke auf Deutsch. Können Sie es mal buchstabieren, bitte? Ja, genau. Moment mal. Moment. Sie können nicht aus dem Kopf buchstabieren. Hallo. Ist Ihr Telefon kaputt? Hallo. Bitte? Hallo, Ihr Telefon ist wieder kaputt. Hallo, hören Sie mich? Ja, dazwischendurch ist immer Ihr Telefon bitte kaputt. Maximilian, bitte buchstabieren Sie. L wie Ludwig. Ja. I wie Ida. Ja. G wie Gustav. Ja. H oder Arsch wie Heinrich. Ja. T wie Theodor. Ja. B wie Bertha. Ja. R wie Richard. Ja. I wie Ida. Ja. G wie Gustav. Ja. Und E wie Emil. Ja. Lightbridge, so ist es. Und dann .de, ist eine deutsche Firma? Das ist... Unser Hauptbüro befindet sich in London und wir befinden sich in Österreich, in Wien. Also, also lightbridge.at. Nein, kein AT. Ja, wie geht's denn weiter? Ich kann Ihnen unseren Link schicken. Nein, Sie können mir sagen, Sie haben es ja auch jetzt schon, Lightbridge habe ich jetzt schon geschrieben. Und wie geht's dann weiter? .de .io, weiß der Geier was. Das müssen Sie schon noch sagen, sonst kann ich die Webseite nicht besuchen. Moment mal. Lightbridge.net. Net. Okay, ja. Prima. Dann kann ich... Light-Bridge.net. Ach, Light... Also... Light-Bridge. Das hat ja das buchstabiert. Ja, bitte. Also... light-bridge.net. Ja, light-bridge.net.
Punkt.net. Ah, das ist ja ganz schön kompliziert bei Ihnen, wenn Sie Ihre Webseiten nicht buchstabieren können. So, das ist also Ihre Webseite. Gut, okay, prima. Ja. So, ja, dann erzählen Sie doch mal ein bisschen was über Ihre Firma. Ich kann Ihnen Zugangsdaten schicken und wir können zusammen unsere Plattform betreten und ich zeige, wie es abläuft. Ja, Sie Wo können. können Sie Aussagen machen und weitere Prozesse anschauen? Ja, die können doch erstmal ein bisschen was über Ihre Firma sagen. Ich möchte die Firma ja kennenlernen. Ja, wir sind große Handelsbörse, die Handelsplattform. Ja, und Ja, das Sie können war's. bei Mehr unserer können Sie Plattform nicht mit. sagen. Bitte? Es ist vielleicht ein bisschen laut bei Ihnen im Hintergrund. Machen Sie doch mal bitte die Musik aus. Dann hören Sie mich bestimmt auch besser. Musik ist im Hintergrund. Ja, Musik natürlich. spielt in unserem Oh, Büro. jetzt hören Sie doch bitte auf zu stottern. Konzentrieren Sie sich bitte. Also, wenn die Musik so laut ist, dass Sie dauernd nachfragen, was ich sage, dann ist die Musik zu laut. Also machen Sie doch bitte die Musik aus. Da müssen Sie nicht dauernd nachfragen, was ich gesagt habe. Maximilian, wie geht es Nein, Herr Ihnen? Siegelbrecher ist mein Name. Herr Siegelbrecher, wie geht Ja, es Ihnen? hervorragend. Ja? Ist alles gut bei Ihnen? Hervorragend. Herrlich, herrlich. Ja, Ich genau. bin froh, ich bin froh, Sie kennenlernen. Sie kennenlernen. Ja, schön. Ja, genau. Und was für ein Show haben Sie hier inszeniert, Welche Herr Show? Siegelbrecher? Ja, genau. Welche Show? Haben Sie kein Interesse, Was habe oder? ich nicht? Und was haben Sie? Verstehen Sie? Nee, Ein Lieb verstehe zu ich mir, nicht. Was sagen Sie denn ja, überhaupt? Was sagen Sie? ein Lieb Sortieren zu Sie doch mir, ein erstmal Lieb zu Ihre dir, Worte. ja. Sortieren Sie doch erstmal Ihre Worte Ja. und stammeln Sie nicht so Ich rum. glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, du spielst, ja? Wir sind ja Ich nicht mehr glaube, du du. spielst, Wenn, dann ja, sagen Sie, Sie genau. spielen. Und? Kommt jetzt noch was? Bitte respektieren Sie uns. Respektieren Ja, Sie. so wie Sie mich respektieren und indem Sie sagen, ich würde spielen und Sie mich einfach duzen. Warum sprechen Sie Gott? Wir haben Ihre Daten und Telefonnummer Ja und und? E-Mail, ja? Ja und? Ja. Und dann sehen Sie, war und. Was? Ja, was denn und? Was? Genau. Ich habe mich auf Ihrer Seite nicht registriert. Das weiß ich. Die Seite ist Sie mir haben völlig neu. registriert, ja. Nein, habe Sie ich haben nicht. registriert Habe und ich meine Aufgabe nicht. ist, Vielleicht hören Sie doch endlich mal bis zum Ende zu. meine Aufgabe Hören ist, Sie doch alle einfach mal zu. Anmeldungen Sie zu fragen mich bearbeiten. und wollen eine Antwort haben, dann hören Sie sich die Antwort auch an. Also ich kenne Ihre Seite nicht. Ich habe mich nicht dort registriert. Sie haben bei uns registriert. Ich Nein, habe habe von ich meiner nicht. Finanzabteilung Nein, habe ich nicht. Meldeliste bekommen und Nein, habe muss ich alle nicht. Anmeldungen bearbeiten. Ja, das ist mir Und völlig hier egal. Ich steht, kenne Ihre Seite gar nicht. und hier Ich kenne. steht Ihr Name Hören in Sie doch dem. einfach Ja, mal zu. genau. Ach, ja gut, reden Sie weiter. Ja, bitte. Was möchten Sie sagen, Das sehr habe ich ja geehrter mehrfach Herr schon gesagt. Sie hören ja so viel. Siegelbrecher? Sie hören wieder nicht zu. Reden Sie erstmal aus. Ja, sehr geehrter Herr Siegelverbrecher. Oh ja, ich habe. Aha. Irrtümlich gesagt, Herr Siegelbrecher, ja. Ich bitte um Verzeihung. Und sitzt du fertig? Und du, bist du fertig? Sie. Sie. Nenn mich auch auf Sie. Verstehen Sie Ja, das? natürlich habe ich immer. Ich habe Warum Sie nie sind Sie so geduzt. arrogant? Ja. Wenn ich als Satz, Ich ja, möchte Ihnen schon wieder dasselbe. die Möglichkeit, ich möchte Ihnen die Möglichkeit, Geld mitzuverdienen, ja, mit unserer Handelsplattform. Und Sie, warum benehmen Sie so sich? Wenn So ich ist jetzt, es, wenn ich, mein was, lieber und schon Siegelbrecher. wieder dasselbe. Sobald ich spreche, reden Sie.
Hören Sie doch einfach mal zu. Sie hören nicht zu? Okay, dann lasse ich Sie ausreden. Reden Sie weiter. Bitte. Bitte. Nee, das was haben wir... müssen Sie noch sagen? Und schon wieder dasselbe. Immer wenn ich was sage, reden Sie dazwischen. Hallo, hören Sie mich? Ja, hervorragend. Aber Sie hören mich scheinbar nicht. Ich höre Sie. Ja, und Sie reden dazwischen. Aber Sie und haben schon wieder reden Sie dazwischen. Und schon wieder reden Sie wieder dazwischen. Ich möchte Ihnen eine Zusammenarbeit anbieten. Und das dadurch, aber dass jetzt, Sie immer dazwischen jetzt, reden? Sehe ich, und das, reden, das wollen Sie mir anbieten, indem Sie permanent dazwischen sprechen? Und Sie, wie sprechen Sie mit mir? Ganz höflich, aber Sie unterbrechen mich permanent. Sie auch machen das. Nein, ich unterbreche niemanden. Ich warte, bis Sie gesprochen haben und dann fange ich an zu reden und Sie unterbrechen mich. Von wo aus rufen Sie denn an überhaupt? Wir befinden sich in Österreich, in Wien, habe ich schon erwähnt. Und gut. Sie, wo Sie befinden gut, gut, sich? Gut, prima. Dann haben Sie mal die Adresse für mich. Und was noch muss ich sagen? Ich wollte nur die Adresse wissen erstmal. Türkische Straße. Türkische Straße, okay. Ja, gehen wir... genau. Gut, ja. Okay. Hausnummer, Postleitzahl. Guten Tag. Ich schicke Ihnen... Nein, schicken Sie nicht. Daten für E-Mail. Ja, genau. Nein, schicken Sie nicht. Der gute Herr Markus Ritsch, den habe ich auch schon gehabt. Ja. Schicken Sie nicht. Maximilian und Siegelbrecher. At ramenmail.de. Okay. Ich schicke... Nein, ich möchte keine E-Mail von Ihnen. E-Mail. Warum nicht? Gibt es bei Ihnen unter dieser Nummer WhatsApp? Ja? Nein, gibt es nicht. Oder? Sie wissen ja doch nicht mal, dass Sie auf dem Festnetz anrufen. Wir benutzen IP-Telefonie, ja? Ja, und deswegen... Aber Sie wissen trotzdem nicht, wo Sie anrufen. Ich erkläre nochmal. Jeden Morgen bekomme ich von meiner Finanzabteilung eine Anmeldeliste, ja? Und ich muss diese Anmeldeliste bearbeiten, ja? Sie haben sich bei unserem Projekt registriert. Nein, habe ich nicht. Auf Bitcoin. Ihr Name steht und E-Mail-Adresse und Telefonnummer in meiner Anmeldeliste, ja? Ja, das kann ja durchaus sein, aber das, ich habe mich dort... Lass mich ausreden. Ich habe, Ihre Seite habe ich noch nie besucht. Die ist mir völlig unbekannt. Also habe ich mich nicht bei Ihnen registriert. Sie haben unsere Seite, keine Plattform, nicht besucht. Aber Sie haben unser Projekt Bitcoin Profit besucht. Bitcoin Profit, habe ich gesagt. Ja, das kann ja durchaus sein. Aber wie kann ich mich bei Ihnen anmelden, ohne Ihre Seite zu besuchen? Sie haben bei unserem Projekt Bitcoin Profit anmelden. Bitcoin minus Profit angemeldet. Suchen Sie bitte im Internet. Bitcoin Profit. Ja, genau. So. Lightbridge ist unsere Handelsbörse, unsere Handelsplattform. Wo kann man Geld verdienen? Aber wir haben verschiedene Projekte wie Bitcoin Profit. Gut, aber Ihre Seite kenne ich trotzdem noch nicht. Okay, gut, alles klar, okay. So, Sie sitzen in Wien. Dann nennen Sie mir jetzt nochmal die Adresse. Und nicht per E-Mail, sondern einfach Ihre Adresse sagen. Herr sehr geehrter Siegelbrecher, ich schicke Ihnen diese Information mit unserem Angebot per E-Mail. Ja? Aha, Sie kennen also Ihre Adresse nicht auswendig. Okay, alles klar. Brauchen Sie Informationen über Trading, ja? Ich brauche vor allem Informationen über die Firma. Ja, ich habe Ihnen komplett Informationen per E-Mail schicken. Ja, sollen wir doch mal schauen. Ja, mache ich. Ja, haben Sie jetzt schon gemacht oder noch nicht? Noch nicht. Ja, dann schicken ich Sie doch. Ich spreche mit Ihnen jetzt. Ja, schicke ich.
Kein Problem. Ja. Bitte sagen Sie, wie alt sind Sie? Das geht Sie doch gar nichts an. Ja, nein. Nach unseren Regeln arbeiten wir nicht mit Kunden, die unter 18 Jahre sind. Höre ich mich an wie unter 18? Nein, ich bin schon volljährig. Was haben Sie gesagt? Mhm. Haben Sie mich ein Idiot genannt, oder? Was habe ich gesagt? Richtig gehört, oder was? Ja, ich glaube, haben Sie haben wirklich, Sie haben also wirklich Probleme mit den Ohren. Haben Sie. Ich habe nichts mit Idiot gesagt. Und Sie, ja. Und lassen Sie mich doch ausreden! Sie haben mich gefragt, ob ich Du bist so doof. Du bist so doof, du Dummerscammer. Du bist ein Idiot. Ich lach dich aus, weil du so dumm bist. Du bist so dumm. Mein Gott, bist du dumm. So dumm. Ich schicke deine Mutter auf deinem Rücken. Ja, natürlich. Ja, ist der geil. Völlig dummer Betrüger mal wieder. Betrüger. Ist der geil. Mann, machst du dich lächerlich. Ist das geil. Sehr schön. Möchtest du noch irgendwie grüßen auf YouTube zum Beispiel? Nein, möchtest du nicht? Och, schade. Die YouTube-Zuschauer, die würden sich sicherlich freuen. Und, kommt noch was? Was noch, sagen, mein Freund? Freund. Betrüger zum Freund haben, natürlich. Oh Mann, ist der dumm. Und? Kommt du bist noch was? Sehr doof. Ja, kommt noch sehr was? Doof. Ja, kommt noch was? Ich bin doof? Ja, ich bin doof? Ja, genau. Ja, so du kannst gut Deutsch sprechen. Ja, ja. Und kommt jetzt noch was? Ach komm. Gib dir doch mal Mühe. Ja? Gib dir doch mal ein bisschen Mühe. Ja. Gib dir doch einfach mal ein bisschen Mühe. Mal ein paar schöne Beleidigungen. Nicht so was Langweiliges. Eben mal wieder das Langweilige. Mein Gott. Nun gib dir doch mal ein bisschen Mühe. Du hast keine Fantasie, du bist einfach nur dumm. Du bist ein Verblümter, ja. Du bist ein Verblümter. Was ist denn ein Verblümter? Verblümter. Was? Verblümter? Ja, was, genau. Was ist denn das? Was ist denn ein Verblümter? Du weißt das. Du weißt es nicht? Du bist ein Idiot. Ja, dann sag mir doch, ich weiß es nicht. Was ist denn ein Verblümter? Du bist so dumm. Ja, ja. Du sagst Verlömder zu mir und weißt gar nicht, was es ist. Und ich bin dumm. Vor Lightbridge. Sie haben sich Zeit vor bei uns registriert, aber bis jetzt Ihr Handelskonto noch nicht aktiviert ist. Also ich bin Ihre persönliche Account-Managerin und helfe Ihnen gerne, Ihr Handelskonto aktivieren und einfach erzähle, wie alles bei uns funktioniert. Ja, okay. Sagen Sie mir bitte, haben Sie schon Erfahrung im Bereich Onlinehandel? Ja, ich habe schon mal online gehandelt, ja. Also haben Sie selbst gehandelt oder mit einem Broker zum Beispiel? Nee, wenn man Waren verkauft, braucht man ja keinen Broker. Also haben Sie mit Kryptowährungen gehandelt? Nein. Oder sowas? Mhm. Also wir bieten unserem Kunden die Möglichkeit, mit dem ganz automatischen System, also Webtrader, Geld online mitzuverdienen. Ja? Und für die Arbeit mit dem Handelsplattform muss man zuerst Ihr Handelskonto zu aktivieren. Für die Aktivierung Handelskonto muss man einmaliges Einzahlen machen, ja? Mit dem Mindestbetrag 250 Euro. Das ist einfach technisches Minimum. Und wenn Sie als Neukunde heute Aktivierung Ihr Handelskonto machen, dann bekommen Sie noch von uns einen Bonus in Höhe von 30 Euro. Ja, und insgesamt Ihr Startkapitalwert 300 Euro. Wie Sie sagten, 250 Euro und die 30 Euro kriege ich dazu, hatten Sie gerade gesagt? Also, wenn Sie Einzahlung in Höhe von 270 Euro machen, dann bekommen Sie noch von uns den Bonus 30 Euro. Das ja? ist aber nicht aber viel Bonus. 300 Wie bitte? Das ist aber nicht so viel Bonus. Natürlich, aber Sie starten, also wenn Sie wollen zum Beispiel mit dem 500 Euro starten, dann bekommen Sie höheren Bonus von uns.
Ja, Und gut, aber je mehr Geld. ich habe schon bessere Angebote bekommen. Auch bei 250 Euro mit mehr Bonus. Wenn Sie möchten, Sie können starten mit 250 Euro, dann bekommen Sie von uns den Bonus. Auch wenn Sie möchten, heute Ihr Handelskonto aktivieren, dann reserviere ich für Sie gerne den Platz und den Bonus. Und ich möchte sagen, dass je mehr Geld auf Ihr Handelskonto ist, desto mehr Profite können Sie bekommen, ja? Und zum Beispiel mit dem Betrag 300 Euro können Sie mehr profitieren, weil wir werden mit mehreren Aktiven, also nicht nur mit Kryptowährungen arbeiten, ja, und auch mit anderen Aktiven. Und dazu bekommen Sie auch von uns den persönlichen Finanzberater. Also das System funktioniert ganz automatisch und Ihr persönlicher Finanzberater macht für Sie alle Einstellungen, alle Einschaltungen, ja. Und Sie werden also nicht allein. Ihr Finanzberater begleitet Sie Schritt für Schritt. Er schaltet für Sie Handel an und Sie bekommen immer technische Unterstützung. Ja, okay, aber wie gesagt, es gibt Firmen, die haben mir schon mehr Bonus geboten. Das ist also sagen Sie mir bitte, mit welchem Betrag können und möchten Sie heute starten? Das habe ich noch nicht festgelegt. Das kommt ja erstmal drauf an. Also der Bonus ist mir schon sehr gering. Nein, also Gewinn werden Sie bekommen von Ihrem Startkapital. Also Bonus bekommen Sie von uns. Der Bonus, den Sie geben wollen, der ist sehr gering, sagte ich. Ich habe von anderen Firmen Angebote bekommen, die waren wesentlich besser. Da habe ich einen wesentlich höheren Bonus bekommen. Angeboten bekommen. Ach so, sagen Sie mir bitte, sind Sie bereit, heute Ihr Handelskonto aktivieren? Dann natürlich. Kann ich Ihnen also mehrere Bonus bieten. Ja, welchen also Bonus bieten Sie denn an? Also sagen Sie mir bitte, mit welchem Betrag möchten Sie starten? Ich möchte erstmal wissen, welchen Bonus ich bekommen kann für die verschiedenen Summen. Moment. Bleiben Sie bitte ein paar Minuten in der Linie. Ich muss arbeiten. Ein paar Minuten habe ich keine Zeit. Also, kleinen Moment. Also, ich bin hier. Wenn Sie Einzahlung in Höhe 250 Euro machen, dann bekommen Sie von uns 70 Euro Bonus. Und wenn Sie Einzahlung in Höhe von 300 Euro machen, dann bekommen Sie den Bonus in Höhe 100. Okay, welche Staffelung haben wir da noch? Was meinen Sie? Sagen wir mal, sonst haben Sie ja immer so 500 Euro und 1000 Euro. Wie viel Bonus kriege ich da dann jeweils? Moment. Also, wenn Sie Einzahlung in Höhe von 500 Euro machen, dann bekommen Sie von uns den Bonus in Höhe von 170 Euro. Und wenn Sie Einzahlung in Höhe von 1000 Euro machen, dann bekommen Sie von uns den Bonus in Höhe 300 Euro. Ja, das ist aber auch nicht so schön, weil, wenn man mal überlegt, 500 Euro, 170 Euro, dann müsste das Doppelte ja 340 Euro sein und nicht 300. Der Bonus steigt ja immer. Ich kann für Sie auch höhere Bonus reservieren, aber wenn Sie jetzt sind bereit, Ihr Handelskonto aktivieren, dann machen Sie zuerst eine Überweisung, also eine Einzahlung auf Ihr Handelskonto und ich in jedem Fall reserviere für Sie den Bonus und wir können weiter besprechen. Ja, also ich gut, kann Sie mit unserer Finanzabteilung verbinden und Sie können jetzt zusammen alles erklären und besprechen. Ja gut, wenn verbinden Sie, jetzt Sie mich. Bereit sind. Okay, Moment bitte. Natascha. Hallo. Hallo? Hallo, mit wem spreche ich bitte? Ja, schönen guten Tag, Victoria Miller, mein Name ist Finanzabteilung. Komisch, gerade hießen Sie noch Natascha. Nochmal bitte? Gerade wurden Sie mit Natascha angerufen. Ja, haben Sie da auch die Kollegin mit diesem Namen? Möchten Sie mit Sie sprechen? Oder? Mit der Natascha? Ja, nee, Ihre Kollegin hat gesagt, dass Natascha jetzt ans Telefon kommt.
Ah, nein. Vielleicht sie hat gefragt etwas, hatte irgendwelche Frage von anderen Kollegen. Nein, die hatte genau das gefragt. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich habe es ja gehört. Vielleicht, ich glaube Ihnen. Ich habe noch eine Kollegin mit diesem Namen, wenn Sie wollen. Ich kann Sie anrufen, wenn Sie wollen, mit dieser Frau reden. Ich will ja bitte mit der Finanzabteilung sprechen. Ja, bin dabei. Okay, prima. Frau Steiner hat mir mitgeteilt, Sie haben Frage über Ihr Bonus. Richtig, genau. Sie hat mir angeboten, für 500 Euro 170 Euro. Und für 1000 Euro bietet sie mir 300 Euro Bonus. Das ist gering. Normalerweise steigt der Bonus doch, je mehr man einzahlt. Das heißt, es müssen mindestens 340 Euro sein. Minimum. Normalerweise geben wir 30%, manchmal bis 40% von ihr Startkapital. So deswegen. Ja gut, aber das passt ja auch schon nicht. Sie hat mir jetzt für 500 Euro hat sie mir 170 Euro angeboten als Bonus. Und für 1000 Euro müssten das ja 340 Euro sein. Sie hat mir aber nur 300 Euro angeboten als Bonus. Ja, das sind 30% von 1000, ja, normalerweise, dass es 300 gibt es. Wenn Sie wollen, ich kann Ihnen geben, wenn Sie Ihr Handelskonto heute aktivieren und bestätigen, mitteilen, ich kann Ihnen 350 geben. Ja, das hört sich doch schon besser an, gut. Okay, und mit was kann ich alles handeln? Mit welchen Produkten kann ich handeln? Schauen Sie mal, Sie werden arbeiten mit automatischem System. Bei mir steht Bitcoin-Profit-Projekt. Ja, aber das habe ich ja nicht gefragt. Ich habe gefragt, mit welchen Produkten ich handeln kann bei Ihnen. Ja, so deswegen, ich sage, Sie bekommen Einstellung von automatischem System. Das ist ein Programm, oder Roboter, wie nennen Sie das. Und dieses Programm wird anrichtet auf mehreren Finanzplattformen, wird kaufen ihr Aktiven dort, wo der Preis ist niedriger und fast gleichzeitig verkauft dort, wo der Preis ist höher. Ja, aber das hat aber immer noch nicht meine Frage beantwortet. Mit welchen, wie Sie sagen, Aktiven kann ich denn handeln? Ach, Produkte. Ich dachte, das ist System ist unser Finanzprodukt. Mit Aktiven, Sie können oder mit Kryptowährung, wie in unserer Werbung wurde erklärt, mit Bitcoin sind top auf dem Finanzmarkt. Oder nachher Wahl andere, zum Beispiel Ethereum oder Litecoin. Mhm. Okay. Oder wenn Sie wollen, Sie können besprechen alles mit der Finanzberater. Ich glaube, ich denke, Sie sind der Finanzberater. Sie bekommen Finanzberater nach Aktivierung Ihrer Handelskonto. Sie begleiten. Die Kollegin hat gesagt, ich würde jetzt mit dem Finanzberater sprechen. Was sind Sie denn eigentlich jetzt? Ich bin von Finanzabteilung. Der Finanzberater, das ist unser Spezialist, die arbeiten schon mit aktivierten Kunden. Sie wird sie beim Handel begleiten, er hilft ihnen, dieses System installieren. Sie besprechen alles, welche zum Beispiel Bedürfnisse und Erwartungen sie haben, wählen, mit welchen Aktiven möchten sie arbeiten. Er macht für sie die richtige Einstellungen von diesem System, hilft einschalten. Und wird sie weiterhelfen. Kann mit ihnen auch eigenes Finanzplan bauen. Ja. So ist. Okay. Gut, okay. Sie, zum Beispiel, wenn Sie haben, das ist einfach Beispiel, wenn Sie haben irgendwelche Schulden oder Kredite, die Sie schneller bedecken sollen, Sie besprechen alles und der Finanzberater kann mit Ihnen eigenes Finanzplan bauen. Und empfiehlt Ihnen Aktiven, mit denen können Sie schnellere und mehrere Profite erzielen. Ja, okay. Weil das ist alles sozusagen eine Finanzanalyse. Okay, gut, prima. Und kann ich bei Ihnen Kryptowährungen kaufen, also sprich irgendwelche Bitcoin kaufen? Können Sie kaufen Bitcoin? Können Sie mit Bitcoin mit Hilfe dieses automatischen Systems auch handeln? Mhm. Wir sind europäische Handelsbörse. Sie können einfach kaufen und dann
sozusagen liegen und warten, wenn Preis nach unten gehen oder können sie handeln, dann bringt ihnen mehrere Profite. Ja. Die Frage ist noch, automatisches System, wenn man jetzt ein Konto einrichtet, wer hat denn Zugriff auf mein Konto? Auf unserer Finanzplattform befindet sich Ihr Handelskonto. Ja, das Sie können direkt auf unsere Finanzplattform Ihr Handelskonto aktivieren, wenn Sie haben zum Beispiel Kreditkarte, irgendwelche Visa oder Master, oder wenn haben Sie Kryptowallet oder Kryptokonto, können Sie mit Kryptowährung das zahlen. Das war aber nicht meine Frage. Ich habe gefragt, wer hat Zugriff auf mein Handelskonto? Nur Sie. Ja gut, okay. Ihr Handelskonto Konto bei Ihrer Registrierung wurde automatisch vom System generiert. Ich kann, oder Frau Schneider kann Ihnen zeigen, unsere Finanzplattform, wo befindet sich Ihr Handelskonto, und Sie können da Ihr Festpasswort anlegen. Sie bekommen, um reinzukommen, einmaliges Passwort. Und dann können Sie bei Ihr Profil Ihr Festpasswort anlegen. Ja. Und danach nur Sie werden Zugang oder Zugriff zu Ihr Handelskonto haben. Ja gut, aber Sie sagten doch, ich handle mit einem automatischen System. Das heißt, dann kann ich ja gar nicht handeln, wenn nur ich mein Konto Zugriff auf mein Konto habe. Nee, dazu, schauen Sie mal. Nee, im Augenblick, genau, lassen Sie mich doch mal ausreden. Ja, bitte, bitte. Sie sagten, nur ich habe Zugriff auf mein Konto, dann kann ja also auch ich nur handeln. Aber der Punkt ist doch, da muss doch das automatische System auch Zugriff auf mein Konto haben. Sonst könnte es ja nicht mit meinem Geld handeln. System. Nee, das System anrichtet in Ihrem Handelskonto. Das ist das Programm. Ja, also hat das System, also sprich auf meinem Handelskonto Zugriff auf mein Geld. Schauen Sie mal, System, das ist Programm. Ja, natürlich, aber trotzdem hat das Programm Zugriff auf mein Handelskonto, weil sonst könnte es gar nicht in meinem Namen handeln. Schauen Sie mal, Herr Morgenleiter. Ich muss nicht dauernd schauen. Erklären Sie einfach nur das, was ich gefragt habe. Das wäre nett. Lassen Sie mir bitte sagen, ja, mache ich. Benutzen Sie Online-Banking zum Beispiel? Nee, aber ich habe ein Bankkonto. Online-Banking, App von Ihr Online-Banking. Haben Sie oder nein? Nee, ich mache kein Online-Banking. Ich überweise bei der Bank selber. Okay. Wenn App von diesem System oder dieses System, können Sie auf jedes Gerät installieren und Ihr Handelskonto, wo steht dieses System, wo wird dieses System hochladen. Zu Ihr Handelskonto haben Sie nur Sie Zugang. Das ist genau wie Ihr Bankkonto, weil Ihr Bankmanager sieht, wie viel Geld haben Sie auf Ihr Handelskonto. Er sieht das, aber er kann nichts mit Ihr Geld auf Ihr Konto machen. Nur Sie bestätigen Ihr Transaktionen und Ihr Geld überweisen oder machen irgendwelche Transaktionen oder andere. Hier ist das Gleiche. Sie werden sehen in Ihr Handelskonto Ihr Kontostand, Ihr Transaktionsverläufe, wie viel Profite täglich haben Sie. Sie machen nur selbst Ihr Abhebungen oder Auszahlungen. Okay, dann lassen wir das erstmal beiseite. Die Frage ist, wie viel Geld Ihnen nicht dauernd dazwischen reden. Ich war am Reden und Sie hören sich das bitte bis zum Ende an, sonst macht das wenig Sinn. Kleinen Moment, ich rede das auch. Wenn möchten Sie das haben, dann verbrechen Sie mich nicht auf. Okay? Ich verbreche Sie nicht auf. Okay, ich höre nochmal unser Gespräch. Ich kann Ihnen Rauch senden. Bitte was? Ich kann Ihnen senden unser Gespräch. Sie können das in Ruhe hören nochmal. Ja, ich höre es ja selber. Sie wollen eine Antwort und dann unterbrechen Sie mich. Sie müssen sich meine Antwort erstmal anhören, bevor Sie wieder reden. Ich höre Sie. Ja. Fragen Sie bitte. Gut, okay. Wie viel Geld kann ich bei Ihnen verdienen?
Das hängt erst von Ihr Startkapital, natürlich, ja? Wie groß ist Ihr Startkapital? Darf ich mal anders fragen, ein bisschen präziser? Wenn ich Sie kurz unterbrechen darf. Ich stelle die Frage ein bisschen präziser. Wie ist der prozentuale Gewinnsatz im Prinzip für alle Ihre Leute, alle Ihre Kunden? Da darf ich bitte ausreden? Also, als Buchhaltung muss man hat man ja die Daten, den prozentualen Gewinnsatz, den jeder Kunde macht, unabhängig von der Höhe der Einzahlung. Der prozentuale Gewinn. Ab 10-40% von Ihr Startkapital pro Woche. Passt es Ihnen? Das ist, ja gut, das ist aber kein prozentualer Gewinnsatz. Ab 10-40% von Ihr Startkapital pro Woche. Alles klar, gut, sehr schön. Gut, prima, dann haben wir das auch. So, und wie kann ich nun bei Ihnen einzahlen? Ich würde ja normalerweise gerne eine Banküberweisung machen. Gut, dann ich vorbereite für Sie persönliche Bankverbindung. Ich schaue mal, welche Finanzprojektleiter ist frei, welche Finanzberater ist frei. Da wird Ihr Finanzberatername, Ihr BIC, wo sozusagen Ihr Handelskontonummer, Ihr Betrag. Mit welchem Betrag möchten Sie anfangen? Ja, das weiß ich noch nicht, das muss ich erst sehen. Also 1000 bestimmt. Gut. Wenn Sie haben zum Beispiel Krypto-Wallet, es wird einfacher. Ja, das ist aber, ja, das mag einfacher sein, aber noch habe ich keins. Das läuft gerade erst. Also ich würde erstmal per Überweisung machen, per SEPA-Überweisung. Gut. Dann ich vorbereite für Sie Bankdaten. 1000 möchten Sie? Richtig, hatte ich mehrfach gesagt. Okay. Dann Frau Schneider sendet Ihnen. Sie können Ihr Banküberweisung tätigen und mir oder Frau Schneider Ihr Überweisung Bestätigung zurücksenden. Ja, an welche E-Mail-Adresse senden Sie das für mich? Sie bekommen. Wir prüfen Ihre E-Mail-Adresse. Kleinen Moment, morgenlatte 45 @, ich denke, Sie haben eine Fälle. Das ist ein komischer. Sie haben viele Fälle. Nee, mein Name ist nicht Morgenlatte. Lassen Sie mich doch mal ausreden. Sie haben gerade gefragt. Meine E-Mail. Warum unterbrechen Sie mich immer? Sie unterbrechen mich doch dauernd. Sie unterbrechen mich doch dauernd. Also, was wollten Sie jetzt sagen? Ich höre mal einfach mal zu. Da viel Spaß. Sind Sie fertig? Ich warte. Was warten Sie? Ja, bis Sie fertig sind. Sie sagen ja nichts. Darf ich jetzt reden? Ich habe keine Wort. Wenn das ist Sie doch haben schön. Was Wichtiges, um Informationen zu bekommen, ich höre Sie zu. Na gut. Sie haben gesagt, ich mache einen Fehler. Welchen Fehler denn? Sagen Sie mir bitte Ihren Namen. Richtige Namen. Ja, Morgenlatte, habe ich doch gesagt. Okay. Ja, stimmt. Ihr E-Mail-Adresse, können Sie bitte buchstabieren? Ja, das ist die neue, die alte habe ich kein Passwort vor. Morgenlatte@jaga.email. Nochmal bitte. Hören Sie schlecht? Ich höre Sie, buchstabieren Sie mir bitte. Oh, weil nee. Es geht um Geld. Ja, natürlich. Und deswegen, haben Sie so laute Musik an, dass Sie mich gar nicht verstehen. Nee, ich höre Sie sehr gut. Wenn ja, warum fragen Sie dann dauernd nach? Warum fragen Sie dann dauernd nach, wenn Sie mich so gut hören? Das war müßig.